Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute auf einer Lost Place Tour. Wir machen drei kleine Lost Place. Einmal bin ich hier auf einem stillgelegten Bobbahn, bin ich gerade unterwegs. Ich wollte schon vorher filmen, aber hier ist alles voller Krach. Hier werden noch Bäume gefällt, wie man im Hintergrund hören kann. Naja, ich laufe jetzt mal hier, die müsste hier unten die Start-Ziellinie sein. Ich laufe hier mal die Strecke ein bisschen entlang und filme ein bisschen. Danach geht es auf eine stillgelegten Bahnbrücke und dann heute noch geplant ein Geisterdorf. Hier endet das scheinbar. Wir laufen noch in die andere Richtung, aber wir laufen jetzt erstmal hier erstmal ein bisschen weiter. So, der Weg zur stillgelegten Bobbahn. Es geht sogar durch eine Naturlehrfahrt. Es gibt auch in der Nähe einen Parkplatz. Ist, glaube ich, jetzt so 2 bis 3 Kilometer lang. Aber auch sehr einfach. Ist nicht beschildert. Aber dafür, weil man einen Komoot hat, dann ist es kein Problem. Und ich freue mich jetzt mal, dass ich hier bin. Schöne Natur. Wir laufen generell jetzt die ganze Zeit nur durch den Wald, durch die Natur. Ja, aber also übrigens, diese Strecke, die ich jetzt hier laufe, ist auch ist hauptsächlich für die Mountainbiker extra neu gemacht worden. Und, aber man merkt halt auch, dass hier die Bäume scheinbar deswegen gefällt werden, weil sie auch schon kaputt sind. Durch die ganzen warmen Sommer der letzten Jahre. Deswegen habe ich schon gewundert, man hat schon wirklich von sehr, sehr weiten schon die richtig Krach gehört und dachte, und habe mich schon gewundert, wo das jetzt herkommt. Und da habe ich die ganze Zeit nichts gesehen und dann irgendwann habe ich hochgeguckt und da sieht man da dieses Start-Ziel-Plakat von der Bobbahn. Und dann hat man schon gehört, dass von ganz weit da oben ja, der ganze Krach kommt, da werden Baumfeldarbeiten gemacht. Ich bin schon ein bisschen weitergelaufen und ich zeige euch mal jetzt was die Natur der letzten Jahre angerichtet hat. Da wurden nur Bäume gefällt. Alles weg. Radikaler runter. Ja, das war jetzt die eine Seite. Ich sage, das ist hauptsächlich eine Mountainbike-Strecke. Wir laufen jetzt mal an der Start-Ziellinie entlang. Da gibt es auch eine andere Seite. Mal gucken, was da auf uns wartet. Weil ich meine, es gibt noch Wege, die deutlich besser aussehen als hier. Und gucken, kann aber sein, dass sie natürlich jetzt wegen den Baumfällarbeiten da wahrscheinlich nicht im besten Zustand sind. Weil hier merkt man ja an der Strecke, dass hier Radfahrzeuge langfahren. Also wird wahrscheinlich auch kein Mountainbike hierher kommen und fahren. Aber ich sage, das ist jetzt nicht so ganz komplett ein richtiger Lost Place, aber es war mal eine richtige Bobbahn. Und kann jeder für sich definieren, was er als Lost Place. Auf jeden Fall habe ich den in der Facebook-Gruppe gefunden, habe ich oder alle drei. Und die sind von mir jetzt aus nicht allzu viel entfernt. Und ich habe auch diese Woche im Urlaub. Und dann dachte ich mir, ich gucke mir das mal an. Geplant hatte ich es schon länger, aber wenn ich unter der Woche ein bisschen Stress habe, viel Arbeit, dann habe ich am Wochenende auch nicht so unbedingt Lust, irgendwo großartig hinzufahren. Da ruhe ich mich lieber ein bisschen aus. Und so, aber jetzt geht es auf die andere Seite. Einmal durchs Ziel. Wir laufen jetzt in die andere Richtung. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt laufen wir die Strecke entlang, wie die Bobbahn verlaufen ist. Da sieht man auch so Lautsprecher alles. Aber ob das auch von. Gut, ich wandere, sind mir schon entgegengekommen. Aber ob hier Mountainbike gefahren ist, ist unwahrscheinlich. Deswegen habe ich schon gewundert von den Fotos her, wo ich die andere Seite gelaufen bin. Aber jetzt sind wir hier richtig. Aber ich sage, man darf hier
alles Waldgebiet, darf man über alles legal. Das ist ein Teil der Naturlehrfahrt. Also sehr interessant. Kann man sich nicht beschweren. Ich denke mal, das war dann hier, weil hier ist zu Ende. Das ist hier der komplette der Start gewesen. Und dann ein bisschen runter zum Ziel. Und das war's mit dem ersten kleinen Lost Place. Ich bin jetzt erstmal auf dem Rückweg zu meinem Auto. Eigentlich super erhalten, kann man sagen. Sogar die ganzen Lampen, die man da immer sieht bei so Bobbahn, die da immer leuchten, die sehen wirklich richtig top aus. Also ich glaube, da wird sich noch richtig gekümmert. Obwohl das ist, in den 90ern, also nach der Wende, weil wir sind jetzt hier im Osten, in der DDR war das scheinbar top besucht im Winter, die Bobbahn. Aber was danach, warum das danach nicht mehr so, kann man nur rätseln, weiß man nicht. Aber wahrscheinlich hat sich das wieder nicht, sich wieder nicht gerechnet oder sonst was, warum man das dann stillgelegt hat. Klar, wenn nach der Wende hier damals ja auch die Leute ihre Arbeit verlieren, Arbeitslosigkeit, und nicht gleich einen Job finden, dann können die sich das halt auch nicht mehr leisten. Das kann natürlich ein Grund sein, aber das habe ich nur so mal schon ein paar Wochen her, wo ich das mal gelesen habe, so ein bisschen nachrecherchiert habe. Ja, weiß ich leider auch nicht mal die Jahreszahl, aber ich meine sogar so Anfang 90er, Mitte 90er, wo es dann hier stillgelegt worden ist. So, dann geht es danach erstmal auf jeden Fall zum zweiten. Und ich will jetzt schon sagen, vielleicht von der Zeit her weiß ich nicht, ob ich den dritten auch, ob sich das noch lohnt, zum dritten zu fahren. Aber ich kann sagen, nächste Woche werde ich sogar bei einem legalen Lost Place sein. Es gibt nämlich einen Unternehmerbar. Die haben vor auch schon vor ein paar Monaten oder letztes Jahr sogar schon eine alte Porzellanfabrik gekauft. Haben so ein bisschen was, also die Dächer natürlich gemacht und so. Damit. Und da bieten die halt legal Führungen an. Zucker mit Frühstück. Und man kann da früher noch frühstücken. Und dann gibt es da eine Führung. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, der dritte Lost Place, der liegt dann auch so ungefähr mehr oder weniger in dieser Richtung. Da denke ich mal, das wird sich eher lohnen, wenn ich das dann nächste Woche mache, weil zum Beispiel jetzt morgen oder so, da ist Wochenende und ich weiß von den Gruppen her, da rennen da auch noch wieder irgendwelche Leute rum und da habe ich persönlich jetzt keine Lust unbedingt, da auch noch rumzurennen. Man kann nur sagen, das Geisterdorf, da geht es um das Geisterdorf. Das ist zwar, wie das immer so oft ist in Deutschland, in privater Hand, wurde mal verkauft, aber die kümmert sich natürlich auch nicht drum, da wird alles verfallen gelassen. Das ist wie, wir haben sogar noch hier halt auch einen Bahnhof noch. Da will ich mir auch mal angucken. Da muss man so sagen, die Züge fahren nur durch. Aber es hält da keine mehr. Und was mich mal interessieren würde, ob das Licht immer noch leuchtet. Das habe ich mal nachgelesen. Da einfach Licht angelassen und scheinbar weiß nicht, ob es halt noch leuchtet. Aber es ist ja oft so, dass Strom noch läuft und aber nichts wird benutzt und wird auch nur vergammelt gelassen. Auch von der Bahn wieder und so Investor verkauft. Und dann wird es stehen gelassen und lass es verrecken, so in der Art und Weise. Eigentlich sehr schade. Weil wenn ich mir mal so, ich habe früher sehr viele Lost Places wieder zu. Wenn man sich mal bedenkt, wie viele Kasernen und weiß ich was, Gebäude leer stehen,
was wir da an Wohnungen machen könnten, die sozusagen schon stehen. Vielleicht muss man das eine oder andere neu abreißen und neu bauen. Man muss natürlich sehr viel sanieren. Aber ich kann es nicht verstehen, wieso, warum in der Natur die Natur kaputt gemacht wird für Wohnungen, wenn man, sage ich mal, schon was stehen hat. Ja, und ob die Sanierung wird wahrscheinlich genauso Milliarden oder Millionen kosten, ob man da jetzt überall neu die Flächen kaputt machen muss, finde ich persönlich sehr, sehr fraglich, aber ja, sage, es ist genauso, wenn hier diskutiert wird hier, eine vorhandene Bahnstrecke, ach, wir bauen da nochmal eine neue, damit da noch ein ECE drüber knallen kann. Was interessiert uns da hier, was interessiert uns die Natur? Und andererseits schreibt man dann rum wegen Klimaschutz. Irgendwas passt ja da nicht. Und, aber es liegt nicht in meiner Hand. Aber ich werde schon mal, ich bin auf jeden Fall mal gespannt die nächsten Jahre, besonders mit der einen Bahnstrecke, ob das, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, wenn du eine Bahnstrecke hast, wurde ich zugefahren. Zwar nur jede zwei Stunden, aber das ist doch besser als gar nichts. Es gibt ja Bahnstrecken, da gibt es da gar nichts mehr. Und die Leute werden da wahrscheinlich mit der Bahn kostengünstiger, als wenn sie da jeden Tag mit dem Auto fahren müssen. Da sagt ja auch keiner was. Und, aber so ist es halt. Jahrelang kaputt gemacht. Immer wieder stillgelegt. Und jetzt auf einmal möchte man ja so viel reaktivieren, oder man redet ja nur davon, aber ob was passiert, ist eine andere Sache. Aber ich sage, bei uns in der Heimat, drei Bahnstrecken, die heute Radwege sind, wo halt nur noch so an einer Station mal so ein Schienenbus steht, als Attraktion, aber mehr nicht. Ja, kann man nichts machen, aber wollte ja damals von der Bahn, die wollten sie alle so. Und jetzt sind sie selber schuld, dass die Leute alle mit den Autos, oder dass die Linienbusse, das ist auch das Geile bei uns, die fahren ja hauptsächlich alle nur komplett leer durch die Gegend. Und jetzt hat man, ob das alles sinnvoller war als mit der Bahn, kann man jetzt natürlich auch nichts sagen, aber wahrscheinlich was besser gewesen, man hätte die Bahn, die nicht alles abgerissen. Ja. Dann geht's mal weiter. Ich laufe da mal an Aluko zum Parkplatz. Und dann geht's dann zum zweiten Busplatz. Und nach über eineinhalb Stunden Autofahrt bin ich jetzt auch hier beim zweiten angekommen. Ich laufe jetzt zu einer stillgelegten Bahntrasse. Und die Brücke ist sozusagen das Highlight. Da kann man drüber laufen, auf der Brücke laufen. Ich bin mal gespannt. Das ist auch ganz einfach, ist sogar alles ausgeschildert, wie man hier. Man darf auch sogar mit dem Auto hier lang gefahren. Ich mache es jetzt nicht, weil ich habe die Alpha der Schlaglöcher. Und 2 Kilometer kann man ja selber laufen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Freue ich mich, mir das mal anzugucken. Und mal gucken, was man so filmen kann. Bis gleich. Da ist er, da ist die Brücke. Bin ich mal gespannt, wie man da hochkommt oder ob es da so einen Weg gibt. Tatsächlich, hier gibt es Treppen, da kommt man hier hoch. Wahnsinn. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier oben. Ich laufe hier so ein bisschen auf die Schiene rum. Wahnsinn. Aber ich sage, alles ausgeschildert. Es sind ja noch 2 andere Jungs. Naja. Von daher laufe ich mal kurz in eine andere Richtung. Eigentlich schade, dass, ob es ja lohnen würde, wieder zu reaktivieren. Wäre schon sehr interessant.
Jetzt kommen wir gleich im Tunnel. Das war's jetzt mit dem Video. Zwei kleine Lost Place. Ja, das waren noch zwei Freiwillige von einer vom Verein, die da so ein bisschen halt gucken, dass alles gemacht ist. Die halten die Sachen noch so ein bisschen in Schuss. Und sind aber auch gerade fertig. Ja, war sehr interessant mal, aber großartig weiter bis zum Tunnel und rüber wollte ich jetzt auch nicht laufen. Weil man weiß ja nie, aber ist ja immer interessant, dass es sowas da gibt. Und dass tatsächlich noch so eine Art Treppen sind. Die kommen mir so vor wie die so Treppen wie vom Muskelsteig. Da erkenne ich das. Beim Runterlaufen muss ich ein bisschen langsamer machen, glaube, weil das die besten sind. Aber sonst immer war das sehr interessant, mal drüber zu gelaufen sein, mal so ein bisschen rein in den Tunnel zu laufen. Hatte ja auch ein bisschen was. Schöne Abkühlung war das. Also ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video.